Marius Titus, du bist ein General Roms. Ich habe dich hierher gebracht, um mich vor Damokles zu schützen. Aber du bist Damokles! Götterheld! Du bist Damokles! In der Tat. Und meine Geschichte ist fast zu Ende. Ich war besessen von einem Gedanken, einem einzigen Wunsch. Dem Wunsch nach Rache. Rache gegen Kaiser Nero, der meine Familie abschlachten ließ. Rache gegen seine abscheulichen Söhne, die meine Legion verrieten! Um meine Rache auszuüben, musste ich dahin zurückkehren, wo alles begann. Nach Hause. Auf meiner Reise nach Rom umgab mich die Gefahr. Das Verderben Britanniens hatte auch diese Stadt erreicht. Hungernde Flüchtlinge aus dem einst freien Rom füllten die Straßen und erzählten von Raub und Folter. Das Gesetz lag in Trümmern. Mein einziger Lebenszweck war es, nach Rom zurückzukehren und euer Unheil zu beenden, Nero. Zu verhindern, dass ihr mein geliebtes Rom vernichtet und es dem Volk zurückzugeben. Rache ist das Einzige, was mich am Leben hält. Das Einzige, wonach meine Seele sinnt. Rache. Blutdurst. Vergeltung. Da kriege ich selbst ein bisschen Gänsehaut, muss ich gestehen. Ave Nero. Ich dachte, das heißt Ave Maria, aber okay. Hier die Stadt kennen wir ja. Wir sind jetzt zu Hause. Und müssen jetzt zu unserer Villa. Wenn ich hier den Weg finde. Hier ging es nicht lang. Hier lang. Hä? Wo? Muss ich hier hoch? Ich muss anscheinend hier hoch. Ja, okay. Ich muss hier hoch. Okay. Also, wir sind jetzt Damokles. Okay. Und wir haben den Rachegeist auf unserer Seite. Das Römer? Was haben wir denn hier? Einen tapferen Helden? Einen kampferfahrenen Veteranen? Die Schwerter weg oder ich werde euch auf der Stelle töten. Auf ihn! Ich komme mit dir reden! Erledige ihn! Anders, komm her! Was war mit dem Fokus? War das mit Fokus? Weiß nicht. Einmal mehr Schaden hier. Die Leibgarde des Kaisers. Okay. War doch die Leibgarde des Kaisers, oder? Schadensbonus. Na komm her. P-Bonus? Nein. Ich habe jetzt gerade irgendwie auf den falschen Typen geguckt. Es wäre schön, wenn du endlich mal sterben würdest, mein Freund. Na hier. Kurz gucken, das ist Schaden, XP, Leben und was ist das hier? Fokuszuwachs. Okay, Fokuszuwachs kann ich gerade gut gebrauchen, denke ich mal. Da komme ich nicht lang. Ich muss hier hoch, oder? Ja, hier hoch.
Die Stadt ist gefallen. Recht und Ordnung existiert nicht mehr. So viel steht fest. Herr, ein Legionär hat Atticus und Janus ermordet. Da ist jemand drin. Ihr zwei, seht mal nach. Nichts. Zurück auf eure Posten. Ja, Herr. Ich muss runter von der Straße, wenn ich Ärger vermeiden will. Damokles oder Marius, wie auch immer dein Name lauten sollte. Den Ärger, den hast du bereits. Hier treibt sich ein Abtrünniger herum. Wir müssen ihn finden. Du, mordender Abschaum! Komm schon, Jungs! Die Waffen runter! So, mal ein bisschen taktischer kämpfen wieder. Oh, okay, so viel zum Thema taktisch. Diese starke Angriff, ich lerne es nie, dass man die nicht parieren kann. Bam! Bam! Ah, ich will ausweichen und drück die falsche Taste. Hallo, würdest du mal bitte... Problem, mein Freund, hier. So, hier. Kriegst mal ein Schild in die Fresse. Lass dir das mal durch den Magen gehen, hier. Ich frage mich, wer hier die Abtrünnigen sind. Achso, ich muss da hoch, ne? Ist auch ein komisches Podium hier. Okay, Graffiti... Und Wandschmierereien gab es damals also schon. Okay, alles klar. Wobei ich glaube nicht, dass es wirklich wahrheitsgetreu ist hier. Hey, da oben! In Deckung! Hm? Von da? Wo ist der Neck? Wo ist der Letzte? Kommst du noch mal her? Ah, dich habe ich gesucht. Noch einer? Nein, Musik sagt nein. Okay. Wie komme ich hier am besten runter? Ich muss wahrscheinlich hier runterlaufen. Ist das ein Hund? Ach, das ist eine Vase. Sah aus wie so ein Hund. So ein kleiner Ruffi. Bin mal gespannt, was mich hier noch alles erwartet. Das ist so Achso, das... Okay. Ich dachte schon, das wäre so mit Absicht so, aber es ist nur eine umgefallene Vase. Zurück. Wo kommt ihr noch einmal her? Zurück. Dass man einfach einen Befehl nicht gegen einen anderen austauschen kann, das ist so nervig ein bisschen. Aber gut. Nein, ich blocke, sehe einen starken Angriff und anstatt den Block weiter auszuführen, dass er dann einfach rollen kann. Weißt du, was ich meine? Du, auf den Plan! So, ich gehe mir ein paar neue holen. Ihr wisst, was ich meine, ne? Also zwischendurch, wenn ich also gerade kämpfe so und will parieren, sehe dann zu spät, dass es ein starker Angriff ist. Und anstatt dass er das Parieren weiter ausführt, dass er einfach dann zur Seite rollt. Macht er einfach nicht. Nein, diese Zeitlupe unterbricht das dann nicht komplett. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Da kassierst du immer schön aufs Maul hier, weißt du? Aber gut, ich sag mal so, es gibt Schlimmeres. Aber es ist auf Dauer nervig. So. Okay. Hier ist eine Leiter, kann ich nicht benutzen. Ah, ich muss hier hoch, okay. Hier.
Wie viele noch? So etwa 100. Oben an der Via Augusta hat jemand Meros Gesicht auf einen Pferdearsch gemalt. Keine gute Idee. Kollektivstrafe. Wir richten die ganze Strafe hin. Boah, Alter, der Kaiser, der dreht da voll am Rad. Ganz Rom steht ja auf dem Kopf. Huch. Oh, das ist ein schönes Bild. Das ist schön. Mir gibt's aber leider keinen Fotomodus. Egal. Huch, ich bleib hier. Ich kann irgendwo irgendwie an allem an hier. Alter, die sind ja voll am Rad drin. Es gibt kein sauberes Wasser. Keine sanitären Anlagen, keine Unterkunft. Und Essen, welches Essen? Ich muss darum betteln. Hast du dich verirrt? Nein, ich bin daheim. Nicht wie du es in Erinnerung hast, was? So wie alles in Rom. Kümmere dich lieber um deine Angelegenheiten, alter Mann. Folgt er mir jetzt? Nein, okay. Soll es eine Frau sein? Die drehen ja alle am Rad. Oh, hier ist die Villa ja schon. Wir sind zu Hause. Wie du siehst, Marius, erwarten uns unsere größten Feinde nicht immer in fernen Landen. Wer bist du? Warum ist das geschehen? Mein Vater war ein Held Roms. Dein Vater war ein großer General und ein beliebter Senator. Zu beliebt vielleicht. Der Kaiser ist ein neidischer Mann. Ein kleinlicher Mann. Dein Vater lebte, um Rom zu dienen. Kaiser Nero dient nur sich selbst. Er trachtet nach Macht um ihrer selbst willen. Er hält sich für einen Gott. Ein kalter Wind aus dem Norden hat dem Kaiser giftige Worte eingeflüstert. Dein Vater und andere Männer wie er wollten Rom an das Volk zurückgeben. Also ließ der Kaiser sie ermorden. Schließlich ist es das, was Kaiser tun. Die Beute seiner Gier wurde unter seinen Söhnen aufgeteilt, Basilius und Commodus. Er überhäufte sie mit Macht und Verantwortung, derer sie nicht würdig waren. Rom lässt seine Kinder im Stich, Marius. Du bist ein wichtiger Stein im Spiel der Menschheit. Und musst, wie wir alle, deine Rolle spielen. Damokles, Geist der Rache. Das Schicksal des Reichs liegt in deinen Händen. Rette Rom. Rette Rom vor ihnen.
Ich brauchte Zugang zum Turnier des Kaisers. Nur ein Mann konnte mir den gewähren. Also suchte ich ihn auf. Damokles? Ich komme wegen des Turniers. Ah! Ein Gladiator? Diese mythische Rüstung ist eine nette Geste. Du hast mir ganz schön... Nur die geschicktesten Kämpfer dürfen am Turnier teilnehmen. Schauen wir mal, ob du so gut kämpfst, wie du aufgemacht bist. Haben ist richtig geil. Ja, ich hab doch Blocken gedrückt. Ah. Also wir sind jetzt definitiv Damokles. Naja, das Turnier dürfte ein Kinderspiel sein, aber müssen wir das Turnier selber auch noch machen? Meine Güte, das ist unerwartet. Ich glaube, mein Bruder Commodus hat einen Herausforderer. Bravo! Das wird ja immer besser. Zum nächsten Akt! Ein wahrer Held der Arena aus dem fernen Justinius! Pass auf dich auf! Wow. Ach ja. Der nächste. Ach, du bist auch noch da. Alter, wie lange das anhält. Und bam. Und tschüss. Du, mein Freund, hast Potenzial. Du bist fantastisch. Verleihen wir der Sache etwas Würze. Für die nächste Vorstellung begrüßen wir zwei Streiter. Romulus und Remus, die karthagischen Totschläger. Ist es das Turnier schon? Machen wir es dir aber nicht zu leicht, Damokles. Zeit für die Aufspießer. Ich mach's eher dir nicht zu leicht, mein Freund. Falsche Taste, schade. Ah. Bravo! Oh. Bravo! Das war ein gar skandalöser Spaß, Brigand! Besuch mich in meinen Gemächern. Du willst für deinen Kaiser kämpfen. Und das sollst du auch. Okay, mit Basilius sollen wir uns treffen. Okay. Alter, ich hasse es, wenn das ganze Bild so wackelt, ey. Das ist so. Uah. Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Gibt's keine. Hm.
Hier ist deine Bestätigung. Verliere sie nicht. Du hast das Töten zu einer Kunst gemacht. Ich hingegen pflege andere Ausdrucksformen. Hier einige meiner neuesten Werke. Ich bin gerade fertig mit dem letzten Feinschliff. Ein Geschenk an meinen Vater, den Kaiser. Ein äußerst großartiges Werk, wie ich zugeben muss. Mit einer versteckten Überraschung. Einem kleinen Hohlraum in seinem Kopf, der Tränen aus feinstem Weißwein als Symbol der Liebe zum Reich vergießt. Obwohl es wahrscheinlich alles Mögliche vergießen könnte. Alles? Auf dem Senat. Die Straßen Roms werden rot sein. Rot vom Blut. Ich sah dich in meinen Träumen. Schneid mich los, wenn du deine Zukunft erfahren willst. Gefallener Held Roms. Geist der Vergeltung. Damokles. Damokles. Damokles wird vom großen General Marius gerichtet. Dieser General wiederum von Damokles. Kaiser Nero. Er stirbt nur durch sein eigenes Schwert. Du kannst ihn nicht töten. Commodus war der Nächste. Er wollte hier im Kolosseum ganz Rom seine großen Siege präsentieren und unsere Taten für die Seinen ausgeben. Ich würde mir das Recht verdienen, gegen ihn zu kämpfen und Rom von seinem Gift zu befreien. Es war Zeit für Vergeltung. Wenigstens hat einer schon mal seine gerechte Strafe erhalten. Aber die Frau, wer war die Frau? Alles stattliche Männer. Aber trotzdem keine Herausforderung für mich. Commodus. Du kannst kaum erwarten, da rauszugehen. Du hast doch keine Ahnung. Du wirst in der ersten Runde abgeschlachtet. Du wirst bluten. Ich habe in jeder Arena gekämpft und lebe immer noch. Das ist das Kolosseum. Du bist nicht hier, um zu kämpfen. Du bist hier, um zu sterben.
sich verdienen. Dem einzigartigen General Commodus im Kampf gegenüberzustehen. Wirst du es sein, Damokles? Ja. Als ob das Kolosseum so eine Funktion gehabt hatte, damals. Wow, okay. Weißt du was? Hallo. Wo ist mein Fokus denn auf einmal hin? Habe ich extra meinen Fokus die ganze Zeit gesammelt, weißt du? Der nächste. Ist der nichts? Au. Ja? Ja? Du bist keine Herausforderung mehr für mich. Du bist es echt wagen. Oh. Meine Gladiatoren. Sicher den Strand. Hä? Wo bin ich denn gelandet hier? Ich habe keine Ahnung, wo ich hier gerade gelandet bin. Aber das Kolosseum ist nicht wahrheitsgetreu. Na, komm her. Ich sollte vielleicht mal die richtige Taste drücken, ne? Einfach entdecken! Wo soll ich denn hin? Das... war nicht so geplant, aber okay. Okay, das sind jetzt keine Feinde. Na gut, dann. Ich hab doch den ja auch noch gemacht. Okay, funktioniert nicht. Okay, ich soll die Festung einnehmen. Alles klar. Gar kein Problem. Dem Zorn erfüllt, streckte der allmächtige Commodus die Briten für ihre Respektlosigkeit nieder und entzündete in Dovers gezähmtem Herzen die ewige Flamme Roms. So, du bist mein großes Problem hier, mein Freund. Bei denen gibt es wohl immer nur die gleichen Moves. Du bist auch noch so starker. Nein, falsche Taste. Okay, RT kann man auch drücken. Oh. So. Ich hebe schon die ganze Zeit mit den Füßen.
So aufgeregt bin ich. Okay, ich soll das Siegel entzünden. Ach so. Würde Commodus es schaffen, sie zu retten? Klar, wenn es nicht so asozial gemein gemacht wäre hier. Hallo, willst du mal bitte zielen? Oh, Alter. Ich kann irgendwie triggert. Hallo. Die Befehle triggern irgendwie nicht. Oh cool, ich kann gar nicht zielen. Toll. Bloß nicht fair machen. Irgendwie triggert das Spiel gewisse Befehle gar nicht. Also jetzt? Huch. Hallo? Ich komme nicht runter. Sehr merkwürdig, hey. Sehr merkwürdiges Ding. Oder muss ich hier gar nicht runter? Die niederträchtigen Briten schickten ihre stärksten Krieger. Sie dachten, sie könnten den unerschütterlichen Commodus aufhalten. Mörderische, wilde Krieger von unerreichter Stärke. Verdammt, ich bin der Klammer. Oh. Dass wir mal so einen riesen Aufschwung noch machen können. Diese Wichser hier. So. So, mein Freund. Das hatte ich auch noch nicht gehört. Ich mag diese doppelten Angriffe. Und zack. So. Wie dumm? So kann das gar nicht. Es war mehr mörderische wilde Krieger. Die wollen einfach nur, dass sie hier sterben. Nein, Mann, führt doch nicht immer den Angriff aus, wenn ich bereits Blocken gedrückt habe oder ausweichen. So, hier. Damokles war einfach brillant, oder nicht? So brillant, dass es seinen Kopf will. 1000 Denari für denjenigen von euch, der ihn mir bringt. Die Belohnung ist meine! Tut mir leid, es geht um...
gerade ein bisschen konzentrieren hier. Mann, dass er immer diesen Schwertdreher da immer ausführen muss, wenn ich einmal die falsche Taste drücke. Nein. Wie kommt Piss jetzt hier? Vor allem du, mieser Wichser. War klar. Wo wir leben. Oh, leben. So, hier jetzt. Verehrte Zuschauer, der Schlussakt steht bevor. Commodus wird das Aquädukt zerstören. Was für ein Finale! Ja, komm her, mein Freund. Zerstöre das Aquädukt, okay. Die es wagte, sich gegen uns zu stellen. Ich bin der größte General, der je Rom und sein Volk führte. Heute hattet ihr die Ehre, ja, die Ehre, Zeuge des Todes zu sein, aller Gladiatoren, die sich mir entgegenstellen. Die einst großen und gefürchteten Gladiatoren liegen nun tot. Gebrochen vor euch. Von mir erschlagen. Eurem General. Eurem Anführer. Eurem Erretter. Mann, ich muss zugeben, ich bin beunruhigt. Warum das, mein Kaiser? Dieser Dame kämpft den ganzen Tag wie ein Löwe und sieht nicht mal erschöpft aus. Fürchtet nicht um das Leben eures Sohnes. Ich fürchte nicht um das Leben dieses Versagens, sondern um mein Gold. Ich setze dein Vermögen auf deinen Sieg. Ich werde die Quoten ausgleichen. Euer Geld ist sicher. Oh. Und auch dieser Versager. Euer General! Euer Erretter! Du sagst, du beschützt Rom. Wer beschützt dich vor mir? Spaß. Das bringt nichts. Alter, der Typ haut aber rein. Ich kann nicht werfen. Nein, falsche Taste. Ich dachte, er macht einen Sprintangriff. Ich
Oh. Dass der den Angriff immer ausführen muss zum Kotzen. Der ist stark, gar keine Frage. Aber ein richtiger Angeber ist er. Komm hier, mein Freund. Boah, dass er den Block immer ausfällt. Na gut. Egal. Nicht aufregen. Na toll, da hat es mal geklappt. Ich weiß, welcher der echte ist. Der Typ geht mal um Piss, der Wichser, ne? Bin ich hier Griffe? Du bist die größte Pussy überhaupt. Wenn man mit solchen Tricks arbeiten muss, der hat keinen Ruhm verdient. Momente abpassen. Weil sonst habe ich kaum gar keine Chance. Ja, das war der. Ich gebe mir wieder auf den Sack, Leute. Den wollte ich eigentlich nicht treffen, aber den da wollte ich eigentlich. So. Nur noch der eine da. Der da. Was, sie hat mich getroffen? Ein bisschen mehr konzentrieren hier gerade. Ey, ich block doch! Ach, ich drücke die falsche Taste die ganze Zeit, ich Idiot. Überleben. Starken Angriff ist das Problem.
Fuck. Hallo, Kamera. Nicht hinter dem. Ah, dass er den Block immer ausführen muss. Das ist natürlich ein Scheiß hier. Ich bin eigentlich woanders hin. Gut. Das ist ein asozialer Wichser. Schnappt ihn! Okay, ich muss also nur blocken. Treffer von dir. Das wird dein letzter Atemzug, Commodus. Komm, hier hat er wieder volle Lebensenergie, aber okay, ich auch. Bleib mal hin. Ich bin wirklich auf den Sack, ey. Kommen ja manchmal Schaden mehr. Ja, falsche Taste. Ich kenne nur einen Mann, der so kämpfen konnte. Beenden wir, was dein Vater begann, Marius. Schnell, wir müssen hier raus. Senat sitzen nur verängstigte alte Männer. Sie hören weder auf Wahrheit noch Vernunft. Ich warnte sie über Britannien.
aber es brachte nichts. Commodus hat die Legionen zurückgehalten und tat nichts, während eine riesige Barbarenarmee nach Rom zog und Chaos auf dem Weg verbreitete. Die Briten? Ja. Ihre Armee ist um das Zehnfache angewachsen. Jeder Gegner Roms hat sich ihnen angeschlossen. Sogar die Völker entfernter Länder haben riesige Kriegsbestien geschickt. Der Kaiser und Commodus haben sich Feinde gemacht. Viele Feinde. Im ganzen Reich merken die Barbaren, wie sehr Neros Führung uns geschwächt hat. Sie wollen uns vernichten. Das Reich vernichten. Nach Commodus Tod werden sie mir das Kommando anbieten. Und ich werde meine besten Männer für die Verteidigung brauchen. Als ich dich in der Arena vermutete, habe ich das hier vorbereitet. Der Kaiser muss sterben. Das wird er. Aber zuerst müssen wir Rom retten. Ich brauche dich jetzt, Marius. Kämpfe für deinen Vater. Kämpfe für deine Legion. Kämpfe für Rom.